Wahrscheinlich letzte Episode. Wir kommen zurück zu der Diskussion. Nein, wir gehen mal wieder in den Keller und nehmen Lyris auch mit. Die müsste noch draußen stehen. Weil wir immer noch den Spuren von Radar Al-Saran sind, der irgendwie. Ist der Typ, das bietet sich auch sowas von an, den zu Attentätern, ne? Er steht halt wirklich genau hier. Nein, ich will mich bestimmt nicht hinsetzen. So genau. Nein! Oh, ich habe mich verklickt. Habt ihr die Informationen? Gut. Ja, und eine große Anti-Magie-Bubble habe ich auch. Habt ihr einen Ort gefunden? Gebt mir die Einzelheiten und geht dann vor. Ich will noch ein paar Spuren bezüglich des Wurmkults nachgehen, während wir hier in Markarth sind. Sollte nicht zu lange dauern. Ich hole euch ein. Ja gut, und was für Spuren denn? Das ist nichts, womit ich eure Zeit vergeuden will. Aber ich habe von ein paar Orten erfahren, die der Wurmkult nutzte, um in der Stadt zu bleiben. Die Kultisten sind längst fort, doch vielleicht kann ich mir zusammenreimen, was Manny Marco mit dieser Sache hier zu tun hat. Und warum das Radar Al-Saran interessiert. Ob das schon wieder Vorbereitung ist für das große, für das nächste DLC oder das Ding danach? Dass sie sich in Foreshadowing versuchen, schon mal die nächsten Episoden quasi vorplanen. Ja, hat das Land Molokbal da geboten, ja, in der Tat, ne? Warum auch immer man irgendwie Dedra welches Land gibt. Oh, gut. Das wird ja besser und besser. Ich dachte, ich wäre mit Manny Marcos Irrsinn schon längst durch. Da habe ich mich wohl geschnitten. Geht nur, ich hole euch ein. Wie auch immer wir durch den Fahrstuhl fahren. Also das Land ist anscheinend unterirdisch. Kein Wunder, dass es ihm nicht so viel wert war. Er liegt irgendwo in oder jenseits einer alten Dwemer-Ruine? Wunderbar. Gut, dass ich meine Konstrukt-Zerschmetterungsaxt mitgebracht habe. Ein sehr spezifisches Werkzeug, wie ich hörte. Nun gut, dann gehen wir hier nochmal in den Keller. Ich liebe es. Warum sind hier nicht schon wieder alle Leute tot? Irgendwie haben die Leute viel zu viel Spaß daran, random NPCs umzubringen. Gut, ich ahne, warum dem so ist. bei Loot. Wahrscheinlich kann man so ganz schön viel Zeug zusammenfarmen, wenn man sich Mühe gibt, oder? Ich kann mich so mir vorstellen. Naja, wir sind schon wieder in Norantenzell. Es dreht sich so ein bisschen im Kreis. Also auf der einen Seite könnte man sich jetzt natürlich beschweren, dass das jetzt hier halt irgendwie Ressourcen wiederverwendet. Achso, kann ich jetzt hier mächtig viel Weg sparen, oder? Verbotener großer Aufzug. Ich finde es schön, dass das Ding direkt verbotener großer Aufzug heißt. Ja. Ich springe nicht so hoch und weit, wie ich dachte, wie ich springe. So, da ist Reg. Was? Wie, das ist Reg? Aber war ich da vorher nicht? Beim großen verbotenen Aufzug? Bin ich vorher woanders angelaufen? Ach ja. Ach guck mal, jetzt bin ich hier oben in den Felsen. Na gut, wenn das reicht. Oh ja, oh. Oh. Der Schleier der Realität ist in der Tat ein wenig dünn hier. Schön! Oh, hier ist ein vergessen. Das ist ein Flammenmatronor? Aber der Lernanker hier sieht aber auch nicht mehr so 100% fit aus, oder? Die verschiedenen Dädra, also die kleineren müssen sich ja. Ernteren? Müssen sich irgendwie auch langweilen, oder? Kann man mit den Ankern hier was machen? Das sieht zumindest aus wie Anker, aber ist das nicht wirklich, oder? Ich kann damit aber nicht interagieren, oder? Ach, so eine komische Bubble. Nö. Ding mal an, das hat versucht der kündliche Narre vor mir zu machen. In der Hauptsache, da steht ja so ein riesengroßes Fahrstuhlgebäude rum. Oh, hinten haben wir einen mit einem minimal kleineren Anker und einer Erinnerungsscherbe. Oder wartet hier direkt Radar daran? Es ist Radar Al-Saran. Das ist unsere Chance. Ja, ich ahne wie nicht, dass es unsere Chance ist. Das hier ein Eissee oder was ist das? Ich wollte, dass Verandis diesen Ort selbst sieht. Sie haben ein Stück von diesem Stein losgeschlagen. Wenn Radar Al-Saran sich die Mühe gemacht hat, sollten wir das auch tun. Die Vergessensscherbe? Hey, hier ist noch ein Erinnerungsstück. So wie das Fan bei Ptah Dams gefunden hat. Ja, und woanders auch. Sind noch andere Bücher hier? Also ja, gut, er wollte wirklich, dass Verandis das Ding findet, aber was finden wir jetzt? Radar? Sind das meine Notizen? Verandis! Vergebt mir. Wie immer fesselt mich euer Genie. Ich wusste nicht, dass ihr solche Fortschritte gemacht habt. Ich habe nach wie vor keine brauchbare Lösung. Ihr seid weiter, als ihr denkt. Wie könnt ihr das wissen? Ich habe eure Erkenntnisse mit neuen Verbündeten besprochen. Sie behaupten, es würde klappen. Nur euer Zaudern hält uns zurück. Ich...
Ich dachte, ihr hättet euch geändert, dass ihr Buße tun wollt. Ich beteilige mich nicht an einem Massenmord. Unser Traum ist zum Greifen nah und ihr sorgt euch immer noch um die Sterblichen? Verandis! Verandis und Rada Al-Saran waren früher anscheinend recht gute Freunde. Wusstet ihr das? Klar. Ich weiß nicht, was ein Stück vom Reich des Vergessens oder dieses Erinnerungsstück mit Rada Al-Sarans Schwarzsturm zu tun haben könnten. Aber vielleicht wird Verandis es erklären, wenn wir zurückkommen. Wo wir gerade davon sprechen. Wusstet ihr, dass er einst ein Freund unseres Feindes war? Ja klar, als alter Vampir kennt er jeden. Das ist, wenn du lange noch im Business bist, kennst du jeden im Business. Und wenn ich weiß, wer das Business ist, der ist nicht im Business. Ja, ist schon ein bisschen her. Warum schickt Rada Al-Saran Verandis dann kryptische Botschaften? Selbst wenn er den Grafen damit nicht wieder an seine Seite holen kann, könnten diese Spielchen das Urteilsvermögen eures Freundes trüben. Ich schlage vor, wir behalten den Grafen im Auge. Nur für den Fall der Fälle. Ja, gut. Wir haben ein kleines Stück Reich des Vergessens. Ist es nicht schön? Mit drei Raben? Irritierend, nicht wahr? Fand ich witzig, dass das hier so auf der Karte ist. Also generell, dass es noch so versteckte Orte gibt, die vorher nicht so ganz ersichtlich waren. Bürger. Ach, das ist ja so ein großartiger Ort. Was ist denn jetzt passiert? Achso, der Bürger hat mich zurückgezogen. Aber warum sind die eigentlich so blau? Es nervt mich wirklich total, dass ich nicht einfach den Rückweg antreten kann, ne? Die anderen sollten mir eigentlich nicht folgen, sind weit noch weg, oder? Ja, jetzt sind sie wieder feurig? Ja, muss ich nicht verstehen. Na gut. Ich würde gerne diesen Aufzug benutzen. Danke, bitte. Geht zur Planetariumskammer. Eigentlich kann ich genauso gut auch schnell reisen, ne? Bevor ich jetzt hier stundenlang durch die Welt latsche. Kann ich aber diesen hier machen und 146 Gold aufgeben. Sonst laufe ich mir hier die Füße rund. Bombe ohne. So, Judy. Bin ich mal gespannt, wie viel von Radar noch übrig ist. Ich ahne gar nichts mehr. Ist schon wieder komisch, dass ich dieses gleiche flaue Gefühl im Magen kriege, wenn ich ein Spiel irgendwo runterfalle, obwohl es eigentlich nur ein flaches Bild ist. Wie als wenn ich wirklich irgendwo fallen würde. Oder wenn ich hier in so einem Free-for-Tower sitze oder so. Nee, halt, doch. Ich bin richtig, oder? Weil ich habe da ein Pferd. Muss ja gar nicht die Mühe machen, irgendwie durch die Gegend zu reiten. Auf jeden Fall sehr witzig. Lustigerweise übrigens, wenn man in Virtual Reality irgendwo runterfällt, wird mir eher schlechtes als anderes. Es gibt so ein Spiel, das heißt Climby. Leider sehen alle VR-Spiele sehr schlecht aus, bis auf Half-Life Alyx. Also so grafisch. Aber auf jeden Fall Climby ist so ein Kletterspiel. Das sieht aus wie eine Tech-Demo, wie alle VR-Spiele geführt. Aber da fällst du halt auch gelegentlich runter. Da wird mir nur schlecht. Also da wird mir nicht so richtig flau machen. Da denkst du, sondern also nicht so, sondern eher, weil es halt, wenn du dich halt bewegst und dass sich dein Körper bewegt, das ist total schlimm. Das ist ewig her. Gerade als Sarans Absichten lagen darin, mich zurück an seine Seite zu bringen. Das reicht mir nicht, Graf. Warum habt ihr uns nicht erzählt, dass das alles eure Schuld ist? Vater, es waren nicht nur eure Forschungen, die ihn die graue Schar wiederbeleben ließen. Der gesamte Vorgang selbst ist eure Schöpfung. Ihr versteht es nicht. Bitte sagt mir, dass ihr mehr über den Schwarzsturm herausgefunden habt. Ja, nicht wirklich, weil ich nicht lesen kann. Und wir sind jetzt alle gegen ihn. Lasst Verandis nicht das Thema wechseln. Ich kann keinem Plan trauen, den sich der Elf ausdenkt, wenn er nicht die ganze Wahrheit offenbart. Oh, das ist ein bisschen engstirnig. Ich vertraue meinem Vater, was auch kommen mag. Doch Lyras vertraut niemandem so leicht. Und Gwendys Vertrauen wurde einfach zu oft erschüttert. Bitte, überzeugt Graf Verandis davon, auch auf uns zu vertrauen. Ja, bestimmt doch. Gwendys? Ich bin gerade zu sauer, um mich hierum zu kümmern. Außerdem habt ihr die Suche abgeschlossen. Sagt ihr, Verandis, was wir bei jeder dieser Stätten entdeckt haben. Ja, grüß dich. Die anderen sehen Verschwörungen, wo es keine gibt. Es gibt nur Sünden aus der Vergangenheit, die ich für lange begraben hielt. Sie sagen, ihr hättet alles gefunden, von dem Rada Al-Saran wollte, dass ich es entdecke. Erzählt mir von diesem zerrissenen Land, den Studien der Nachttiefen und dem Geheimnis des Schlüsselsteins. Ja, ich habe hier Dinge gefunden. Denkt daran, die Reise, auf die Rada Al-Saran mich schickte, die ihr an meiner Stadt unternommen habt, sollte seinen eigenen Schritten folgen, um zu erkennen, wie er an genau diesem Punkt angekommen ist.
Dieser Stein, er ist eine Scherbe des Reichs des Vergessens, die in unserer Welt verloren ging. Wie sollte sie ihm dabei helfen, die graue Schar zu retten? Tja, ich habe hier dieses tolle Testament, da kannst du das vielleicht lesen. Um die Leere durch die Augen der Nachttiefen zu sehen. Ja, es ist in der Sprache der ersten Vampire geschrieben. Wer? Ich kann das lesen, aber eher schlecht als recht. Neben anderen Dingen ist dies hier im Grunde ein Zauberbuch. Es ist voller Rituale, um das schwarze Herz zu besänftigen und es einzusetzen. Und nu? Lag der Sinn hier darin, mir die inneren Vorgänge der mysteriösen Schlüsselsteine der Dwema zu zeigen? Wir wissen, dass Rada al-Saran einen verwendet hat, um die Macht des schwarzen Herzens nicht nur mit dem Planetarium, sondern auch mit der grauen Schar zu verknüpfen. Ich spüre das Ziehen des Herzens, wenn ich auch nur daran denke. Ja, kann man das vielleicht rückgängig machen? Ich meine, der Schlüsselschein scheint ja irgendwie sowas zu sein wie so eine Art Verbinder, der halt irgendwie Dinge aneinander knüpft. Also quasi, das ist, ja. Na gut, können wir dagegen was tun? Was ihr entdeckt habt, verrät uns nicht viel über den Schwarzsturm. Zumindest noch nicht. Doch in meinem Geist beginnt sich ein Bild zu formen. Rada al-Sarans Brief bietet noch einen Hinweis. Er behauptet, ein Laboratorium in genau diesem Gebäude zu haben. Wir müssen es nur finden. Naja, also wie geht's denn ihm? Die Dunkelheit brandet gegen meinen Verstand wie Wellen gegen das Ufer. Es kann ablenkend sein. Ich kann meinen gewöhnlichen Tätigkeiten nachgehen. Ich brauche nur gelegentlich eine Pause, um diese Empfindung abklingen zu lassen. Noch kann ich die Dunkelheit nicht beherrschen. Doch ich bin nicht faul gewesen. Gut, was erfahren? Unter Einsatz meiner Auromantie habe ich die Magie gegen das Planetarium selbst gewandt. Ich habe viel darüber gelernt, wie das Planetarium arbeitet. Es ist ziemlich faszinierend. Ach. Ich habe auch den ungefähren Standort von Rada al-Sarans Laboratorium ermittelt. Doch es ist eine gründlichere Suche nötig. Na gut, Interessante ist, dass er ein eigenes Laboratorium hat. Das ist genau das, was da steht. Das frage ich mich auch gerade. Wo denn? Es ist wahr, dass Rada al-Saran sich oft auf mich und später auf Zingales verließ, um seine Forschungen und seine Experimente zu übernehmen. Doch er war auch selbst ein Gelehrter, wenn es um das Arkane und die Alchemie ging. Ich schätze, er musste sein Können während seiner langen Isolation noch steigern. Ich meine, an sich hat er ja unendlich viel Zeit für so einen Scheiß, ne? Da kannst du mal ein Jahrhundert auf sowas draufhauen und danach bist du auch Experte. Na gut, ist es ungeschützt lassen? Wer sollte zurückbleiben, der Rada al-Saran die Stirn bieten könnte? Ich fürchte, dass wir selbst gemeinsam Probleme hätten, ihn aufzuhalten. Wir werden jeden Vorteil für die letzte Schlacht brauchen, falls es zu einer kommen sollte. Vielleicht, wenn ich lerne, wie man die Dunkelheit anrufen kann. Das klingt nach einer Falle. Ja, Kommentare? Kommt, Rabenwacht! Titanenkind! Die Geister der Vergangenheit dürfen uns nicht von unserer Mission ablenken. Wohlan denn, Graf. Prinzipiell sind die anderen mit dir des Haus Rabenwacht der kleinere Unteradlige, oder? So mehr oder weniger. Das wurde irgendwann schon mal erwähnt, aber das ist mir gerade so eingefallen. Ja, find das verborgene Laboratorium. Habe ich Laboratorium. Das ist wahrscheinlich an der Außenwand, die ich hier sonst noch habe. Das Schöne ist, dass jetzt übrigens hier außen, hier unten alles stattgefunden hat. Und nicht irgendwo, wo es vielleicht ein bisschen erreichbarer ist. Ich meine, du musst ja trotzdem jedes Mal in die Schwarzweite runterfahren. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die großen Fahrstühle direkt von der Oberfläche hier runterführen und wie Kanon sind, ne? War ich in dem Gebäude nicht schon? Das ist das andere Gebäude, wo ich letztes Mal durchgelatscht bin. Ah ja, okay, gut. Höher? Ja, das ist... Und das ist der eine Fahrstuhl, den ich... Ach genau, das ist die Bibliothek. Ich bleibe bei unserer Suche an eurer Seite. Ja, ich habe Fragen. Bestimmt. Rada al-Saran hat im Geheimen sehr lange daran gearbeitet. Sein Laboratorium wird ohne Zweifel gut verborgen sein. Unsere Suche muss gründlich ausfallen. Naja. Wie soll ich jetzt ehrlich hochkommen? Ich brauche doch hier wieder die Lernsplitter, oder nicht? Oh ne, warte, ich bin... Ach, da oben ist Fenorian. Wo kommen die Typen denn hier schon wieder her? Warum können sich alle Vampire bitte schön hier von A nach B teleportieren? Ich kenne das nicht. Und ich bedauere diesen Umstand sehr. Weil das... Was soll denn das? Dass ich das nicht kann. Warum können wir jetzt hier schon... Oh, hab ich das letzte Mal auch übersehen? Ja, ich muss zwar... Da hinten ist Fenorian. Ich muss die scheiß Lärmutter tatsächlich besiegen. Ach Mann, ey. Das finde ich total doof. Dass du kämpfst erst gegen die Nachttiefen, denkst du, das ist vorbei. Und dann kommen noch zwei.
Was macht Verandis hier eigentlich gerade die ganze Zeit? Ich höre auf, hier irgendwelche Ads zu beschwören. Ich kriege hier schlechte Laune. Danke. Bin ich da jetzt mal? Wie sieht das immer Dingsbums größer aus als die anderen? Ja gut, lieber für eine Ruhe. Haben wir was gefunden? Ich hatte noch keinen Erfolg. Doch meine Methode bestand bisher nur darin, dass ich systematisch Dinge angestoßen habe. Von daher kann ich nicht sagen, dass ich allzu überrascht bin. Verstehe. Ach, das da hinten ist Lyris. Gwen ist hier hinten. Naja, cool. Schön. Wir sind also alle irgendwo hier. Ich muss gestehen, dass es sehr viel leichter war, Arkasis Labor aufzuspüren. Ich rieche hier nicht einmal etwas ansatzweise Alchemistisches. Nur viel Metall und Dampf. Na toll. Da hinten ist noch Lyris. Hier oben ist sowieso alles kaputt, wie es aussieht, ne? Hier gibt es tonnenweise Bücherregale. Irgendwas wird sich dir wohl gerade noch finden lassen, oder nicht? Welche Erkenntnisse? Ich wünschte, wir hätten mehr Anhaltspunkte. Ich bin kurz davor, auf gut Glück mit der Axt gegen die Wände zu schlagen. Ja, nicht machen. Das ist unwiederbringlich. Ich glaube, wir kommen ihm näher. Einen Augenblick. Ich spüre, Radar ist hier entlang gekommen. Ja, wir gehen mal Harry Potter-artig durchs Regal, würde ich sagen. Yay. Wir finden einen Gang der Folge. Warum ist denn die Handfolge jetzt dreimal stärker als der Rest hier? Ist ja schrecklich. So, ne Kommentare dazu? Radar als Saran hat im Gang. Hier sind wieder diese lustigen Spiegel, in der sich keiner spiegelt. Und natürlich ein Fahrstuhl. Verborgener Flügel. Und wir finden Mortas. Na gut, das ist glaube ich ein guter Punkt für einen Cliffhanger, aber.